los? Wir sind unwürdig und verdienen den Tod. Von Grausamkeit und Willkür ist die Regentschaft des Kaisers Yung Ying geprägt. Seine engsten Untergebenen sind größtenteils beflissene Speichellecker und buckelnde Günstlinge. Allem voran dient ihm seine Leibwache, welche mit den fliegenden Guillotinen bewaffnet ist als Fundament seiner Terrorherrschaft. Die Fortsetzung des Welterfolges. Noch rasanter, noch blutiger, noch gnadenloser. Die fliegende Guillotine, Teil 2. Denkt daran, was ich euch gesagt habe! Ein wahrer Leckerbissen des Eastern-Kinos. Stählernde Klingen, vor denen es kein Entkommen gibt. Matan, ein ehemaliger Leibgardist, erarbeitet eine Abwehrwaffe, die in der Lage ist, die fliegenden Guillotinen außer Gefecht zu setzen. Der eiserne Schirm. Daraufhin entwickeln die Manchus eine noch heimtückischere und noch tödlichere Doppelguillotine. Ein Actionfilm sondergleichen. Ein Fest für Freunde des gnadenlosen Eastern-Kinos. Die fliegende Guillotine Teil 2. Es gibt kein Entrinnen. Die fliegende Guillotine Teil 2. Abgetrennte Köpfe und rücksichtsloses Blutvergießen. Die fliegende Guillotine Teil 2.